Ja, und damit einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen heute hier zur Unternehmershow. Nein, das soll nicht nochmal starten. Okay, wir haben noch kleine Startschwierigkeiten. Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen. Zwei, drei hatten sich noch angemeldet, die kommen bestimmt gleich noch mit dazu. Das Format, ich will nochmal ganz kurz drauf eingehen. Wir hatten letzte Woche die erste Show. Heute starten wir in die zweite und ich habe euch heute ein paar wirkliche Rosinen mitgebracht, was die Erfolgsstrategien angeht. Vom Aufbau her ganz einfaches Format, kurz und knapp, montags um 11.07 Uhr, 20, maximal 30 Minuten, insgesamt aufgeteilt in drei Bereiche. Erstes Teilthema die Highlights der vergangenen 7 Tage, zweites Teilthema dann die aktuellen Baustellen, auch der Punkt, wo ich euch Strategien weitergebe. Und das Teilthema Nummer 3, eure Ziele oder Umsetzungspunkte für die nächsten 7 Tage. Es geht ein bisschen um Interaktion und es geht insbesondere im dritten Teil um Commitment, sich selbst gegenüber, hier der Gruppe gegenüber, zu sagen, hey, das ist ein Punkt, den möchte ich in der nächsten Woche gerne umsetzen. Da kommen noch zwei mit rein. Und wir starten direkt in dieses erste Teilthema rein. Ich muss mir das hier mal ein bisschen kleiner schieben. Starten direkt ins erste Teilthema rein. Was war dein Highlight oder vielleicht deine Highlights der vergangenen Woche? Was ist irgendwie so ein großes Highlight gewesen? Ich hatte letzte Woche schon erwähnt, meinen Kids gegenüber erkläre ich das so, egal wie schlecht die Woche war. Es gibt einen Punkt der Woche, der war einfach ein kleines bisschen besser als der Rest. Und das ist im Grunde der Highlight-Punkt, den wir da haben. Ihr habt die Möglichkeit, euer Highlight der vergangenen Woche jetzt in den Chat reinzuschreiben, den ich mir ja auch nochmal aufmache. Euer Highlight der vergangenen Woche, kurz und knapp, vielleicht sogar nur in einem Wort, vielleicht in einem Satz. Was war aus eurer Sicht, wenn ihr kurz reflektiert, die letzten 7 Tage, was war euer berufliches oder vielleicht auch privates Highlight? Was ist euch besonders gut gelungen? Wo habt ihr einen Abschluss gefunden? Wo habt ihr ein Projekt weitergebracht oder beendet? Was war vielleicht euer Ziel von der vergangenen Show letzte Woche und habt ihr dieses Ziel umsetzen können? Auch das kann Highlight sein. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das in den Chat reinzuschreiben. Mein Highlight der vergangenen Woche sind zwei Highlights. Auf der einen Seite der Mitgliederbereich unter www.torstenscheffer.com/gratis kann man einen Gratiszugang bekommen. Der ist fertiggestellt worden und nochmal erweitert worden um eine kleine Hörbuchaudiothek. Also Hörbücher, die euch ja weiterbringen oder die mich sehr stark inspiriert haben. Hörbücher wie The Secret, Hörbücher Napoleon Hill, Sing and Grow Rich und viele weitere, kostenlos dort zum Anhören. Und das zweite Highlight von mir in dieser Woche war vermutlich diese Präsentation, die ihr gerade gesehen habt. Als die fertig war, als ich sie das erste Mal gesehen habe, ich habe mir einen Ast abgefreut hier mit dem Feuerwerk und so weiter. Das war ein kleines Highlight von mir die letzte Woche. Aber der Mitgliederbereich war eigentlich das große Highlight. Entweder hattet ihr doch, da kommen sie rein, erfolgreicher Vortrag gehalten mit sehr gutem Feedback, schreibt der Thorsten und der Gregor schreibt, dich kennengelernt zu haben. Oh, vielen Dank. Auch Buch erhalten ist angekommen, sehr gut. Und Dreambook erstellt, Gregor. Du hast das Dreambook, hattest du vorher schon eins oder hast du es jetzt erst erstellt? Du hattest jetzt erst erstellt? Ja, einen Moment. So. Vielleicht hat er Ton, sonst schreibt das einfach in den Chat rein. Dreambook-Strategie, genau, hatten wir. Ah, meins wiedergefunden. Oh, das ist auch schön, wenn man nach so ein paar Monaten oder Jahren dieses verschollene Dreambook wiederentdeckt und dann reinschaut und feststellt, dass man viele der Ziele, die da drin sind, erreicht hat. Also so ging es mir mal. Ich hatte eine ganze Zeit lang das Dreambook nicht in der Hand, habe damit wenig gearbeitet. Und irgendwann habe ich reingeguckt und viele Dinge, die ich damals reingeschrieben hatte ins Dreambook, haben sich dann tatsächlich im Laufe dieser Zeit erfüllt. Erfolgsvortrag gehalten. Wie schaut es bei den anderen aus? Highlight der Woche. Gab es ein Highlight oder war die Woche? Nee, Thomas winkt schon ab, war eher weniger. Und okay,
Okay, Thorsten Geier, genau, der hat ja geschrieben, erfolgreichen Vortrag gehalten. Ja, herzlichen Glückwunsch, Thorsten. Gutes Feedback bekommen und vielen Dank fürs Teilen von euren Highlights. Letztendlich mache ich das auch im Buddy-System oder oft auch mit meinen Mentor-Klienten, dass wir genau mit dieser Frage starten. Was war denn das Highlight der letzten 14 Tage oder das Highlight des vergangenen Monats? Weil wir auf der einen Seite uns oft dieser manchmal kleinen, manchmal aber auch großen Highlights gar nicht wirklich bewusst werden in unserem eigenen Alltag. Für uns ist es normal oder Normalität oder wir haben das schon wieder abgehakt. Aber sich rückwirkend dessen bewusst zu werden, auch am Abend diese Strategie der Dankbarkeit, sich vor dem Schlafen gehen, einfach nochmal zu überlegen, was sind denn eigentlich die Dinge, für die ich heute am Tag dankbar war. Ich war heute Vormittag mit meinem Motorrad bei der Zulassungsstelle. Ich hatte die Zulassungspapiere Teil 2, auf jeden Fall die, die man normalerweise mitführen müsste, die habe ich verloren. Ich hatte letzte Woche einen TÜV-Termin und der fragte mich danach und dann sage ich, habe ich überhaupt nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann kann ich Ihnen keinen TÜV abnehmen, ich muss Ihnen das ja alles eintragen. Und dann war ich heute Morgen da bei der Zulassungsstelle und habe geklopft und die Dame machte auf und sagte mir, ja, Sie können nur mit Termin hier was machen. Dann sage ich, wir müssen auch irgendwie eine Ausnahme. Nee, wir sind, der komplette Vormittag ist komplett belegt und teilweise sind wir doppelt belegt. Habe ich gesagt, ich habe Wartezeit mitgewartet. Ich setze mich einfach hier hin und ich warte. Und wenn zwischendurch mal irgendwo ein 5 Minuten Luftloch ist, dann vielleicht kriegen wir es ja hin. Hat sie gesagt, ja, dann bleiben Sie sitzen. Und dann war sie tatsächlich nach 10 Minuten, glaube ich, hat gerade mit meinen Blinkist-Listen angefangen und habe mich weitergebildet. Nach 10 Minuten geht das Fenster auf, sagt sie, hier, ich habe gerade 5 Minuten. Dann kam ich direkt dran. Dafür war ich dankbar, weil so habe ich es pünktlich zur Unternehmershow geschafft. Also die Highlights der vergangenen Woche. Wir sollten uns, und diese Frage wird jede Woche erneut kommen. Das heißt, sich schon vor der Show mal Gedanken zu machen, was war denn eigentlich so mein Highlight in der vergangenen Woche? Und das muss nicht immer was Großes, was Riesiges sein, sondern das können auch oft vielleicht kleine, ein gutes Gespräch mit dem Partner. Einfach morgens wach geworden und sich bewusst geworden, hey, ich habe ein Dach über dem Kopf, es ist heute ein wunderschöner, strahlender Sonnenschein, es ist ein toller Tag. Und ich bin gesund. Ich habe zwei gesunde Beine zum Laufen. Ich habe einen Mund zum Sprechen. Ich kann hören. Ich kann sehen. All das, diese Kleinigkeiten, die wir oft im Alltag, die uns nicht bewusst sind oder die wir als selbstverständlich annehmen, uns dessen bewusst zu werden, dass es da draußen ganz viele Menschen gibt, die diesen Lebensstandard, den wir haben, oft auch als Unternehmer, den wir haben, das ist für die jenseits irgendwo in einer anderen Welt. Von daher, Highlight der vergangenen Woche. Wir starten direkt ins Teilthema Nummer 2 rein, wenn meine Präsentation hier funktionieren würde. Sind vielleicht zu viele Fenster auf. Thomas Schwebacht schreibt: Okay, wenn es ein Privatleid sei, der Masseur hat die Schmerzen in meinem Bein weggezaubert. Ja, natürlich, auch das kann Highlight sein. Selbstverständlich, sehr gut. Sich dieser Sachen einfach nochmal rückwirkend bewusst zu werden, das verändert was in unserem Mindset, in unserem Denken, in unserer Gefühlswelt. Und deswegen ist das ein ganz wichtiger Punkt, sich immer wieder auch über diese Dinge bewusst zu werden. So, meine Präsentation geht weiter. Prima. Ich habe euch heute Strategien mitgebracht, insgesamt sogar 4, nicht nur eine, von Robin Sharma. Robin Sharma, geboren 1964 in Uganda, ist Autor, Philanthrop, Speaker, Trainer und ehemaliger Anwalt. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch die Bücher Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, der 5-Uhr-Club und die 365 Tage Inspiration. Ich lege euch mal hier rüber. 365 Tage tägliche Inspiration. Die ersten beiden Bücher habe ich selber gelesen, das zweite Buch gelesen, das erste Buch als Hörbuch. Und Robin Sharma ist selbst ehemaliger Anwalt. Und interessanterweise geht es in dem Buch Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, um einen Anwalt, der zwar unglaublich vermögend ist, extrem erfolgreich, weil er halt eben auch Gerichtsfälle vertritt, auf die er moralisch gesehen eigentlich keine Lust hat. Und er ist so in den besten Jahren seines Lebens, aber ist hochgradig unzufrieden mit der Art und Weise, wie er sein Leben lebt. Und trifft dann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, einen Bettler auf der Straße oder er glaubt zunächst, es wäre ein Bettler. Und letztendlich ist es aber ein sehr weiser Mann, mit dem er anfängt, Kontakt aufzubauen und bei dem er sozusagen in Anführungsstrichen in die Lehre geht. Er verkauft seine Anteile an der Kanzlei, er verkauft sein Hab und Gut, er verkauft sein Ferrari und alles, was ihm so gehört, und geht quasi auf Pilgerschaft und will so den Sinn des Lebens und so weiter finden. Und keine Ahnung, ein paar Jahre später, 3, 4, 5 Jahre später,
geht er zurück in seine Kanzlei und er hat seine Kanzlei, ich glaube, einem seiner Mitarbeiter damals verkauft, der total überrascht war, dass er ihm die Kanzleianteile verkauft und so weiter. Und kommt zu ihm ins Büro rein in legeren Klamotten und dieser Mitarbeiter erkennt ihn nicht mehr und sagt, Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie denn? Du, erkennst du mich nicht? Und er guckt hin und guckt ihm in die Augen und die strahlen und seine gesamte Erscheinung strahlt. Und der Mitarbeiter sagt, du, bist du's? Und dann sagt er, ja, ich bin's. Aber du siehst aus, als wärst du, was hast du gemacht? Du siehst 20 Jahre jünger aus. Du hast so eine Ausstrahlung. Was ist passiert? Und dann erzählt er ihm quasi diese komplette Geschichte. Der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, ist ein Roman mit ganz vielen Parabeln vom Glück, Parabeln vom Unternehmerglück und mit ganz vielen, mit ganz viel Inspiration und so kleineren Anekdoten und kleineren Bausteinen, wo man immer wieder denkt, oh ja, stimmt, da fühle ich mich auch ertappt, da müsste ich eigentlich mal genauer hingucken. Also ein sehr empfehlenswerter Roman für Unternehmer. Und der 5-Uhr-Club, diejenigen, die mich schon ein bisschen länger verfolgen, die meine Videos gesehen haben, die mein Buch gelesen haben, auch ich bin Mitglied im 5-Uhr-Club, heißt morgens von 5 bis um 6 ist Glory Hour oder die Holy Hour oder wie Anthony Robbins es nennt, The Hour of Power. Morgens von 5 bis um 6 sich ein Ritual zu schaffen, im Regelfall bestehend aus Meditation, aus Zielearbeit, aus vielleicht Weiterbildung, aus Sport. Das kann man mehr oder weniger individuell gestalten. Und ich nehme immer wieder wahr, dass wenn ich das nicht mache, verläuft der Tag irgendwie anders. Wenn ich morgens meine Glory Hour hatte, ist der Tag hochproduktiv. Ich habe deutlich mehr Motivation, mehr Energie im System drin. Und von daher auch ein empfehlenswertes Buch. Und ich meine, es wäre auch als Roman geschrieben. Ist auch schon ein bisschen länger her, dass ich es gelesen habe. Es ist auch wie ein Roman geschrieben. Also es ist nicht eine Art Sachbuch, sondern wirklich dieser 5-Uhr-Club, wo der Hauptdarsteller im Roman quasi dann teilnimmt. Da wollte ich aber gar nicht drauf eingehen. Was ich euch präsentieren möchte, sind die heutige Erfolgsstrategie, sind Strategien von Robin Sharma. Und ich habe diese Strategien vor einigen Jahren, ich mache das hier mal weg, vor einigen Jahren in der Zeitschrift noch erfolgreicher. Es war die Ausgabe vom Januar 2013, also schon ein paar Jahre, fast 10 Jahre her. Die Strategien, die er da in einem Interview genannt hat, sind aber völlig zeitlos, wie so viele Erfolgsstrategien, die es schon seit 500, 600.000 Jahren gibt, sind auch diese Strategien absolut zeitlos. Und ich habe euch heute alle 4 Strategien von ihm mitgebracht. Nächste Woche schauen wir uns dann die Rituale von Robin Sharma an, die er ebenfalls in der Ausgabe 1 von 2013 genannt hat. Erste Erfolgsstrategie, über die Robin Sharma gesprochen hat, ist, wie soll es anders sein, Fokus. Verzettelungen zerstören selbst große Firmen, schreibt er in diesem Interview oder sagt er in diesem Interview. Und was bedeutet letztendlich Fokus und wann verlieren wir Fokus? In unserem Alltag haben wir ganz oft, und da schließe ich mich nicht aus, die Angewohnheit, uns von Dingen abzulenken, die uns Spaß machen und die uns leicht von der Hand gehen. Denn diese Dinge sorgen dafür, dass wir uns von den eigentlich wichtigen Aufgaben ablenken können. Ich nehme zum Beispiel schon seit einigen Wochen vor, alle Personen, die das Buch Erfolgsfaktor Mentoring bestellt haben, einfach mal anzurufen, fragen, ob das Buch angekommen ist, fragen, ob sie es schon gelesen haben, ob sie es gut finden, ja, ob sie, wie viel sie schon gelesen haben, wie es dazu kam, dass sie das Buch bestellt haben. Das wird übrigens mein Ziel für diese Woche sein, aber dazu gleich noch mehr. Fokus, Verzettelung zerstören selbst große Firmen. Bedeutet aber auch, dass wenn wir es nie gelernt haben, uns auf eine Sache, auf einen Umsetzungspunkt zu fokussieren und tatsächlich zu sagen, das ist der Punkt, um den wir uns aktuell kümmern. Es ging mir selber so vor noch sogar einem Jahr, anderthalb Jahren. Ich hatte insgesamt 5 verschiedene Ideen im Kopf, die ich gerne alle umsetzen wollte. Und ich war für jede Idee prädestiniert. Ich hatte die Kenntnis, ich hatte das Erfahrungswissen, wusste, wie man es aufbaut. Aber meine Energie, mein Fokus
war komplett zerfranst. Das waren also 5 Kanäle, wo überall mal ein bisschen Energie und hier ein paar Gedanken zu machen, dort ein paar Gedanken zu machen. Meine Energie war völlig zerfranst. Und was mir stark damals geholfen hat, war einerseits die Ausbildung bei Jörg Löhr, Business Mentor und Coach. Und auf der anderen Seite ein Gespräch, was ich direkt beim ersten Modul von dieser Ausbildung mit einer Teilnehmerin hatte. Es war im Grunde gar keine wirkliche Übung, sondern es war nur so eine Art Kennenlernrunde. Und wir sprachen so und ich erzählte ihr von diesen 5 Ideen und dass ich irgendwie nicht wirklich weiterkomme. Und irgendwann sagt sie zu mir, stellt sie mir die Frage, Thorsten, willst du dich überhaupt entscheiden? Und aus der tiefste meiner Gedärme, ohne dass ich mir dessen bewusst werde, kam auf einmal raus, nein. Wie so, als hätte man sich übergeben müssen oder wie so ein Aufstoßer, nein. Und ich war erschrocken über meine eigene Antwort. Denn ich hatte mal gelernt, eine Entscheidung zu treffen, ist immer besser als keine Entscheidung zu treffen. Ja, in dem Moment, wenn wir keine Entscheidung treffen, haben wir schon gemacht. Und allein diese Erfahrung, dass ich mich über diese Antwort selber erschrocken habe und es hat mich wirklich schockiert in dem Moment, hat dazu beigetragen, dass mir klar wurde, okay, ich muss eine Entscheidung treffen. Ich muss mich für eines von diesen 5 Projekten zunächst mal entscheiden. Ob ich irgendwas später mache, steht auf einem anderen Blatt. Und es war damals die Entscheidung, tatsächlich dieser Bereich Business Mentor und Coach, meine Talente und Fähigkeiten im Bereich Mindset, Produktivität, Marketing tatsächlich auch für andere Unternehmer zur Verfügung zu stellen. Und ein paar Wochen später, vielleicht sogar 1-2 Monate später, morgens bei einer sehr intensiven Meditation, schoss mir auf einmal diese Erkenntnis in den Kopf. Ich werde ein Filmprojekt machen. Das Filmprojekt war zuerst. Ich werde ein Filmprojekt machen, in dem ich all meine Mentoren der vergangenen 10 Jahre interviewen werde. Daraus wird ein Buchprojekt machen. Und faszinierenderweise, einige von euch wissen das, fühlte sich diese Idee nicht so an, als würde die irgendwann in der Zukunft eintreten, sondern diese Idee fühlte sich so an, als hätte ich sie bereits umgesetzt. Also ein bisschen strange, ein bisschen mystisch und ein bisschen spooky, aber es fühlte sich so an, als hätte ich das bereits getan. Und dann war innerhalb von einer Woche hatte ich die Zusagen der Mentoren, innerhalb von ein paar Wochen weiter, Woche Teneriffa, das Buch geschrieben, war das Buch dann quasi fertig und damit hat der gesamte Bereich Mentoring gestartet. Also, worauf will ich hinaus? Fokussierung heißt auch, Entscheidungen zu treffen, sich klar für eine Sache zu entscheiden und zu sagen, das ist das Ding, wofür ich jetzt gehe, was ich durchziehe. Und sich im Grunde bei jeder Aufgabe, die wir tagtäglich machen, in jedem Augenblick, wenn wir eine neue Aufgabe anfangen zu überlegen, ist das, was ich gerade tue, bringt mich das wirklich weiter? Oder hilft es mir nur, mich beschäftigt zu fühlen? Hilft es mir nur, das Gefühl zu haben, ja, ich tue ja irgendwas? Oder lenkt es mich, vielleicht hilft es mir, mich von den Aufgaben abzulenken, die vielleicht wesentlich sind? Erste Erfolgsstrategie, Robin Sharma, Fokus. Zweite Erfolgsstrategie, Energiemanagement. Ohne Energie ist die beste Idee nutzlos. Energiemanagement bedeutet für mich, auf der einen Seite sportliche Aktivität, Bewegung, auf der anderen Seite Ernährung und letztendlich auch Entspannung, Ruhephasen zu finden oder Mentaltraining, Meditation. Und das wäre vielleicht auch mein Tipp für euch für diese Woche, mal zu überlegen, okay, wie handle ich denn aktuell mein Energiemanagement? Ernähre ich mich gesund? Habe ich den Fokus auf dieses Thema Energiemanagement? Treibe ich regelmäßig Sport? Bei mir ist es so, durch die Glory Hour am Morgen habe ich immer wenigstens mal meine 15-Minuten-Einheit täglich, so ein HIIT-Programm, Tabata-Programm, sodass ich alle Muskeln wenigstens mal angesprochen durchbewegt habe. Und je nach Wetterlage mache ich mittags nach dem Mittagessen nochmal eine Runde Crosswalking oder Nordic Walking, ich nenne es Crosswalking, weil ich zwischendurch auch ins Laufen gehe oder einmal quer durch den Wald schieße und danach wieder in Nordic Walking dann den Puls wieder runterbringe. Und Energiemanagement, Meditation, sich wirklich Zeiten rauszunehmen, um zur Ruhe zu kommen. Das muss nicht Meditation sein, das kann autogenes Training sein, das kann auch einmal die Woche irgendwie Sauna sein oder das, womit du die Möglichkeit hast, deine Energie nach oben zu bringen. Und wir kennen das aus unserem Alltag, es gibt bestimmte Situationen, es gibt bestimmte Aufgaben, vielleicht auch bestimmte Personen, Mitarbeiter oder ähnliches,
die uns wirklich Energie rauben, wo wir schon in der Situation merken, das tut mir eigentlich gerade gar nicht gut, das zieht mich irgendwie runter. Ein Mentor-Klient von mir hatte mir vor 2 Wochen im Mentoring gesagt, er hatte einen Mitarbeiter, der ständig nur genörgelt hat, der ständig irgendwie alles schlecht geredet hat. Und er hat das gesamte Team irgendwie runtergezogen und ihn selber auch. Kurzerhand hat er sich dazu entschlossen, ihn das Angebot zu machen, irgendwo anders zu arbeiten. Und seitdem, dadurch, dass er diesen Mitarbeiter rausbekommen hat, seitdem ist das Energielevel der gesamten Firma, sowohl der anderen Mitarbeiter als auch für ihn selber, wieder extrem gestiegen. Also Energiemanagement zu schauen, was sind denn eigentlich meine Zeit- und Energieräuber im Alltag. Dritte Erfolgsstrategie, die er in dem Interview genannt hat, Time to Think. Unser Genie wird nur in Ruhe aktiviert. Das ist eine Erfolgsstrategie, die ich von vielen meiner Mentoren auch gehört habe, die unter anderem auch Henry Ford genannt hat, tatsächlich sich Zeit zu nehmen, vielleicht täglich eine halbe Stunde, vielleicht auch einmal pro Woche 1 oder 2 Stunden oder einmal im Monat einen ganzen Tag. Das nennt man dann Dream Day, wo wir wirklich einen Tag lang ganz bewusst, nicht Wochenende, sondern wirklich ganz bewusst Handy auslassen, Computer auslassen, Notizbuch und irgendwo hinfahren, wo es uns gut geht. Sei es, dass wir einen langen Waldspaziergang machen, dass wir vielleicht irgendwo in den Spa-Bereich fahren oder Wellnesshotel, uns einen Tag nehmen oder halt, wie gesagt, wöchentlich eine Stunde auf 2 oder jeden Tag eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, wo wir nichts anderes machen, als einfach nur still zu sein und so ein bisschen dem inneren Fluss der Gedanken zu lauschen, Notizbuch dabei und zu schauen, was sind denn aktuell eigentlich meine Bedürfnisse, was sind meine Wünsche, was sind meine Projekte und was könnte mich da weiterbringen? Und dann wirklich die Gedanken einfach im Flow so ein bisschen auch kreisen zu lassen und sich erlauben, Zeit zum Nachdenken zu nehmen. Mein Mentor, einer meiner Mentoren, Alex Riedel, hat das so schön in dem Interview gesagt, die besten Ideen kommen ihm, und das gilt für viele Unternehmer, wenn sie unter der Dusche stehen. Bei manchen ist es auch beim Joggen oder so. Vielen kommt die Idee, wenn sie unter der Dusche stehen, und es liegt nicht daran, dass uns irgendwie das Wasser die Ideen in den Kopf reinprasselt, sondern es liegt daran, dass wir unter der Dusche Time to Think haben, dass wir die Möglichkeit haben, mal nicht abgelenkt durch Gespräche, durch Medien, durch Computer, durch Smartphone, tatsächlich diese 10 Minuten, Viertelstunde wirklich nur mit uns alleine verbringen. Und deswegen Time to Think, euch vielleicht einfach mal vorzunehmen für diese Woche oder für die nächsten 4 Wochen, mal 1 Stunde pro Woche oder vielleicht mal eine halbe Stunde pro Woche bewusst in den Kalender reinzunehmen, Tea Time, nämlich Time to Think Time, und in dieser Zeit mal nichts zu machen, außer einfach nur da zu sitzen. Und auch nicht akribisch an einem bestimmten Projekt, an einem bestimmten Punkt irgendwas weiterzudenken, sondern sich einfach nur das Notizbuch zu nehmen, hinzusetzen und abzuwarten, was kommt. Wir sind es gar nicht mehr gewöhnt in unserem Alltag heutzutage, völlig ohne Ablenkung nur mal mit uns selbst allein zu sein. Keine Ablenkung durch Musik oder durch irgendeine Affirmation oder Meditation, sondern wirklich nur diese Viertelstunde, halbe Stunde sich hinzusetzen, Notizbuch vor einem gelegt und warten, was an Ideen kommt, was an Gedanken kommt. Und vielleicht dauert das 3 Minuten, vielleicht 5, vielleicht 10 Minuten. Und irgendwann ploppt ein Gedanke auf, wo du sagst, oh, der Gedanke ist es wert, den mal aufzuschreiben und vielleicht ein bisschen weiterzudenken. Und da passieren oft die grandiosen Ideen, da kommt oft das Genie hervor, da kommt unsere Intuition, das Unterbewusstsein spielt mit rein und da entstehen auf einmal völlig neue Sichtweisen und Blickwinkel. Und die letzte Strategie von Robin Sharma ist Clarity oder Klarheit auf Deutsch, ein klarer schriftlicher Plan, der morgens angesehen wird. Das ist ein Punkt, den auch Napoleon Hill schon in seinem Bestseller Think and Grow Rich angesprochen hat. Wenn wir als Unternehmer unser unternehmerisches Handeln ein Stück weit auf Autopilot stellen wollen, macht es Sinn, einen schriftlichen Plan zu haben. Wir brauchen natürlich vorab ein Ziel. Wir haben ein Ziel oder vielleicht sogar ein großes Ziel, ein B-Hack. Und dann sich hinzusetzen und zu überlegen, was sind denn die einzelnen Steps, was muss ich tun, damit ich diesem Ziel näher komme oder dieses Ziel erreichen kann und das Ganze wirklich schriftlich zu machen. Ich erinnere mich noch dran,
Weihnachten als Kind. Und zu Weihnachten habe ich mir fast jedes Jahr irgendwas von Lego gewünscht. Das waren meistens so ein bisschen größere Pakete, die Ritterburg oder das Piratenschiff oder ähnliches. Und ich habe mich immer schon im Vorfeld wie Bolle gefreut, nach der Bescherung da zu sitzen mit meinem Vater, mit meinem Bruder und dann anzufangen, nach diesem Plan, den Lego dir dazu anbietet, Schritt für Schritt diese Ritterburg oder was es auch immer war, aufzubauen. Zuerst brauchst du die Bodenplatte als Fundament, dann kommt der Stein X, dann kommt der Stein Y, darauf setzt du die Fenster, dann baust du die anderen Steine dazu, dann kommen irgendwelche Türmechanismen und du baust tatsächlich bei diesen Lego-Plänen oder auch beim Aufbau von IKEA-Möbeln, du kannst Schritt für Schritt diesen Plan verfolgen. Du musst dir keine Gedanken machen, okay, was muss ich als nächstes tun oder was könnte ich tun oder was mache ich vielleicht oder spontan, sondern du hast eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Und genauso wie so ein Lego-Bauplan fürs Piratenschiff oder die Ritterburg, genauso muss ein Plan erstellt werden, wenn du ein bestimmtes größeres Ziel verfolgst. Wenn du zum Beispiel wie ich mit dem Film- und Buchprojekt, ich hatte einen ganz klaren Plan, der ging bis Weihnachten vergangenen Jahres, also knapp 3 Monate, 90 Tage Fokus. Und dieser Plan hat mir ganz klar für jede Woche, für jeden Monat die Steps gegeben, die ich umsetzen wollte oder sollte, muss, damit ich mein letztendliches Ziel erreichen kann, damit das Buch ab Januar auf den Markt kommt, damit der Film produziert wird und so weiter. Und ich habe mir dann, und das ist ein Tipp an dieser Stelle, zu jedem einzelnen Schritt auch ein Datum dazu geschrieben, dass ich klar gesagt habe, bis dann und dann will ich das erreicht haben und den Step bis dann und den Step bis dann. Der Plan wird letztendlich, ist nicht ganz wie ein Lego-Plan, er darf etwas flexibel bleiben. Aber wenn ich dann morgens oder mich sonntags hingesetzt habe und geguckt habe, was steht denn für die nächste Woche an To-Dos an und meine Woche im Groben strukturiert habe und geplant habe und dann jeden Morgen in der Glory Hour meine Tagesplanung gemacht habe, wo ich mir ganz klar aufgeschrieben habe, von 8 bis um 10 arbeite ich an dem Punkt, von 10 bis um 11 an dem Punkt, von 11 bis um 12 habe ich ein Strategiegespräch. Von 12 bis 14 Uhr ist Mittagspause mit Nordic Walking oder Entspannung. Und am Nachmittag mache ich die anderen Schritte. Ein solcher Plan bringt dein unternehmerisches Handeln, setzt dein unternehmerisches Handeln auf Autopilot und lässt dich selbst wirklich große Projekte einfach und leicht umsetzen. Fokus, Energiemanagement, Time to Think und Clarity. Schreibt gerne mal in den Chat rein, ob ihr noch was zu ergänzen habt für den Bereich. Wir haben ja hier den Teil 2, das heißt auch aktuelle Baustellen oder aktuelle Herausforderungen. Wenn es da irgendetwas gibt an Herausforderungen oder irgendeinen Punkt, wo du vielleicht jetzt sogar schon Feedback zu haben möchtest, hättest du jetzt die Möglichkeit, das in den Chat reinzuschreiben. Wenn du mal tatsächlich auf den Hot Seat möchtest und hier live in der Unternehmershow quasi 1:1 gecoacht werden möchtest, schreib mir im Vorfeld einfach eine E-Mail, beschreib kurz deine Herausforderungen, wo du vielleicht Unterstützung haben möchtest. Das kann beim Wording auf einer Website sein, das kann im Bereich Produktivität, das kann im Bereich Mindset sein, Marketing oder Automatisierung deines Unternehmens. Und vielleicht gibt es irgendwo Herausforderungen, wo du sagst, boah, ja, dazu mal so ein Live-Coaching, kurz, knackig, maximal 15 Minuten, 20, maximal 15 Minuten, dann hättest du hier in der Unternehmershow natürlich die Möglichkeit dazu. Berufliche Aktivitäten sortieren diese Woche. Das ist der Fokus, schreibt der Gregor, berufliche Aktivitäten sortieren. Ja. Berufliche Aktivitäten heißt Thema Fokus. Du bist aktuell, hast du verschiedene Felder, auf denen du aktiv bist, Gregor? Oder was muss ich mir darunter vorstellen, berufliche Aktivitäten zu sortieren? Ja, ich mache mal kurz laut. Ja, sehr laut. Ich habe im Moment so viel, was auf mich einströmt. Ich bin in einer Coaching-Ausbildung, Life-Trust-Coaching-Ausbildung. Ich überlege, ob ich ein Affiliate-Marketing aufbaue mit dem eigenen Mitgliederbereich. Oder aber, was mich am meisten antriggert, ist eben so dein Ansatz, irgendwo in ein Mentoring zu kommen. Das heißt, meine jetzt 20-jährigen Erfahrungen irgendwo dann auch mal weitergeben zu können und daraus dann auch einen entsprechenden Return on Invest zu Ja. kriegen.
mit einem möglichst passiven Einkommen auch mal, weil ich nun auch nicht mehr gerade 20 oder 30 Jahre alt bin. So, und das, deswegen der Punkt 1 traf eben zufällig, das ist genau das, was im Moment einfach, wie du es auch sagtest, 5 Dinge und eins muss man sich entscheiden und da muss man durchgehen. Ja. Ja, vielen Dank für den Mut, hier auch live zu sprechen. Und erinnert mich total an meine Situation von einem Jahr, vor anderthalb Jahren, wo ich tatsächlich auch diese 5 verschiedenen Dinge hatte. Und ich hatte auch auf alles gleich Lust. Also ich hatte Lust, das Mentoring zu machen. Ich hatte Lust, verschiedene andere Projekte zu starten, mich noch mehr um den Seminarbereich hier am Sonnenhof zu kümmern, Seminarhaus aufzumachen. Also ich hatte ganz, ganz viele Ideen und wusste aber nicht so richtig, okay, was davon liegt mir, was davon macht am meisten Sinn. Und sich damit auseinanderzusetzen und tatsächlich bewusst eine Entscheidung zu treffen, weil das war auch, ich glaube, von Alex Rusch damals, dass ich das gelernt habe, eine Entscheidung zu treffen ist immer besser als keine Entscheidung zu treffen, weil keine Entscheidung treffen hast du schon gemacht. Und da zu überlegen, okay, was davon triggert mich am meisten. Und ich hatte damals einfach Glück durch diese intensive Meditation. Das war, wenn ihr mal auf YouTube guckt, das war eine intensive Atemmeditation. QLB nennt die sich. QLB von John Cabal, glaube ich. Bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wenn ihr QLB-Meditation eingebt bei YouTube, findet ihr dort diese Meditation. Ist eine einstündige, sehr intensive Atemmeditation, die in den ersten 20 Minuten sehr intensives Ein- und Ausatmen in die volle Lunge vorgibt und nach diesen 20 Minuten dann tatsächlich immer schneller werden, immer schneller richtig in den Hype reinzubekommen. Das Ganze würde ich nicht machen, wenn ich massiv hohen Blutdruck hätte oder irgendwelche anderen Problemchen. Da sollte man sich vorher ein bisschen informieren, weil die ist schon ziemlich heftig, auch wenn sie da öffentlich auf YouTube zugänglich ist. Und danach führt er dich in diesen rauschähnlichen Zustand, in dem du dann bist, führt er dich quasi durch so einen Prozess durch, wo er auch sagt, du bist die Blume im Garten des Lebens und arbeitet so ein bisschen mit Metaphern und sorge dafür, dass du blühst, dass du deinen Duft verströmst und dass du für diese Welt einfach Nutzen schaffst für andere. Also QLB-Meditation mache ich immer mal wieder, so einmal im Monat habe ich die etwa drin. Statt dann der Glory Hour, dass ich die am Morgen mache. QLB, Quantum Light Breath, ist irgendwann in den 70ern, glaube ich, entstanden. Aber ja, wie gesagt, eine Entscheidung treffen und zu schauen. Mir hat es geholfen, und das kommt aus meiner Zen-buddhistischen Erziehung. Ich praktiziere seit über 20 Jahren Zen-Meditation. Mir hat es geholfen, tatsächlich den Verstand und das Denken, der gesagt hat, ja, mach das oder mach dies oder jenes, mal für den Augenblick an den Nagel zu hängen und eher so mit weit offenen Armen zu sagen, liebes Universum, lieber Gott, wer immer da oben ist oder was immer uns hier leitet und führt, es ist mir völlig egal, zeig mir, was für mich der richtige Weg ist. Und ein paar Tage später oder vielleicht 1-2 Wochen später hatte ich dann diese Eingebung und ich will es tatsächlich so nennen, weil es sich für mich total mystisch angefühlt hat, so als wäre es schon fertig, als hätte ich es schon getan, als hätte ich schon erledigt, dieses Buch- und Filmprojekt. Du hast ja zu jedem Schritt ein Fälligkeitsdatum empfohlen, das flexibel sein soll. Nee, das Fälligkeitsdatum, nicht der Plan flexibel, natürlich das Fälligkeitsdatum auch ein bisschen, ja. Flexibilität beinhaltet aber auch, dass der Plan nach hinten verzögert wird. Wie viel Flexibilität wäre optimal? Grundsätzlich würde ich von Anfang an, Sefula, noch gar nicht mit der Idee arbeiten, es verschiebt sich oder ich überlasse komplette Flexibilität. Man sollte einfach nicht zu starr an diesen Plan rangehen. Wenn zwischendurch sich irgendwas ein bisschen verschiebt, dass man auch da sagt, das ist in Ordnung. Aber der Plan, meine Empfehlung oder so wie ich es umsetze, der Plan sollte schon ziemlich klar und strukturiert sein. Und es kann aber immer mal passieren, ich weiß, ich war nach 2-3 Wochen, hinkte ich meinem Plan so 1-2 Tage hinterher. Und die habe ich dann in den darauffolgenden 1-2 Wochen irgendwie wieder aufgeholt, weil irgendwelche Sachen dann schneller liefen, als sie eigentlich sollten. Das meine ich mit Flexibilität. Also der Plan ist statisch, der ist sehr klar, der ist strukturiert und halt auch terminiert, aber gleichzeitig nicht so zu 100% in Stein gemeißelt. Wenn man irgendwo merkt, boah, ich brauche hier für den einen Punkt etwas länger,
dann verschiebt es sich vielleicht etwas nach hinten. Aber wir sollten für den Gesamtplan trotzdem ein Enddatum festlegen. Denn nur wenn wir das Enddatum haben, erzeugt so ein Plan diese intrinsische Motivation und Power, die wir brauchen, um den Plan umzusetzen. Und wenn wir dann ein, zwei Tage hinterherhinken, bei mir war es auch, ich wollte das Buch eigentlich veröffentlichen am 6. Januar, Heiligen Drei Könige. Und mir fehlte dann noch von zwei Mentoren die schriftliche Zustimmung, dass ich die Interviews veröffentlichen darf, dass ich die schneiden darf, wie ich will. Und mit dem Versprechen, damit, dass ich damit halt eben keinen Kokolores mache oder irgendwie Blödsinn mache, sondern dass es natürlich insbesondere für das Filmprojekt notwendig ist und um den Film zu bewerben, vielleicht kleinere Teaser rausschneide. Und da fehlte mir von drei Mentoren noch die Zusage und deswegen habe ich das Buch halt eben auch nochmal nach hinten geschoben. Und es wurde dann aber, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwann Mitte Januar, Ende Januar, glaube ich, ist es dann rausgekommen. Also von daher, diese Flexibilität ist mehr eine gedankliche Flexibilität. Also sich nicht klein machen oder niedermachen, wenn man mal irgendeinen Punkt noch nicht an dem Datum erreicht hat. Aber im Regelfall, wenn wir ein Datum dahinter schreiben, ist die Wahrscheinlichkeit immens größer, dass wir den Punkt bis dahin erledigen. Thema Parkinsonisches Gesetz in dem Moment, also eine Aufgabe dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit zur Verfügung steht. Und wenn wir einen Termin haben für die einzelnen Aufgaben als auch für das gesamte Projekt dann am Ende, dann erreichen wir im Regelfall deutlich mehr, oft auch in einer höheren Qualität. Ja. Okay, meine Lieben, dann sind wir schon durch für heute. 20, 30 Minuten bin ich noch knapp drin. Wir haben noch unseren letzten Punkt. Was sind deine Ziele oder dein Ziel oder Umsetzungspunkte für die kommende Woche, für die nächsten 7 Tage? Jetzt geht es um dich, jetzt geht es um dein Commitment. Was möchtest du in den nächsten 7 Tagen umsetzen? Ich hatte eben fälschlicherweise gesagt, ich werde diese Woche telefonieren, wobei das kann natürlich jetzt gerade auch schon wieder eine Ausrede sein. Nein, ich werde morgen telefonieren. Ich werde die Erstkäufer oder die Käufer vom Buch Erfolgsfaktor Mentoring, werde ich morgen den ganzen Tag lang abtelefonieren. Ich glaube, ich habe morgen nur einen Termin mit einem Mentor-Klienten, mit einem zum Strategiegespräch und werde morgen telefonieren. Und am Mittwoch geht es ja dann nach Hamburg. Den Gerhard und den Sefula werde ich dort persönlich sehen. Letztes Modul der Jörg Löhr-Ausbildung zum Business Coach, freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Und aber das heißt ja nicht, dass ich nicht morgen trotzdem telefonieren kann. Ich werde morgen die Erstkäufer des Buches Erfolgsfaktor Mentoring abtelefonieren. Das ist mein Ziel, mein Commitment für diese Woche. Gerhard macht einen Daumen hoch. Wie schaut es aus mit euren Commitments? Was wollt ihr diese Woche tun? Und ihr habt gerade gemerkt, genau das ist Fokus beziehungsweise diese Verzettelung. Ah nee, diese Woche kann ich ja nicht. Ich habe ja Mittwoch bis Freitag bin ich ja weg, also kann ich ja diese Woche nicht telefonieren. Aber morgen habe ich den kompletten Tag frei. Ja, und so tickt, genau das war gerade ein Paradebeispiel, wie unser Verstand oft tickt, der uns dann irgendwelche Ausreden präsentiert, warum wir bestimmte Dinge nicht tun können oder bleiben lassen. Was sind eure Commitments für die Woche? Schreibt es gerne noch in den Chat rein. Was ist der Punkt, den ihr gerne umsetzen wollt? Der Thorsten Geier könnte zum Beispiel auch alle Teilnehmer von seinem Vortrag nochmal rückwirkend abtelefonieren. In QA einen neuen Artikel schreiben. Sehr gut. Alle Teilnehmer des Vortrags abtelefonieren und einfach nochmal nachfragen. Wie war denn der Vortrag? Kann ich irgendwo Unterstützung geben? Kann ich irgendwo weiterhelfen? Aber einen Artikel zu schreiben ist auch gut. By the way, mittlerweile Blogartikel, wenn ihr auf der Internetseite thorstenscheffer.com mal bei den Blogartikeln lest, diese Blogartikel sind mittlerweile alle SEO-optimiert von der KI geschrieben worden. Also ich habe da nochmal drüber geguckt und habe so ein bisschen Feinschliff gemacht und ein bisschen schöner. Aber ich bin wirklich fasziniert von den Möglichkeiten, die dieses ChatGPT, beziehungsweise ich mache das über Neuroflash, da heutzutage gibt. Mit dem Kontaktieren der Vortragsteilnehmer, ich habe sogar gleich nach dem Vortrag die Möglichkeit genutzt, um die Teilnehmer ein wenig zu befragen. Ja, sehr gut. Direkt im Kontakt bleiben. Thomas Schwebach sagt, E-Mail-Serie fertig schreiben, genau, für das Projekt M, glaube ich, nennt ihr das ja, Plan erstellen und neues Erfolgsjournal nutzen, schreibt der Gregor. Sehr gut. Das sind eure Commitments. Wir hören uns
nächste Woche Montag wieder. Und dann kann zum Beispiel das Highlight sein, dass der Artikel geschrieben ist, dass die E-Mail-Serie steht und vielleicht schon so eingerichtet ist, dass es schon losgeht mit der Bewerbung und dass der Plan erstellt wurde, um für sich selber zu bestimmen, okay, in welchem Bereich möchte ich denn jetzt wirklich tätig werden oder was braucht das Leben jetzt gerade von mir? Was braucht das Universum von mir? Ich glaube, und das kommt, glaube ich, in der nächsten Woche bei den Ritualen bei Robin Sharma, ich glaube, dass je mehr wir mit dieser intrinsischen Motivation arbeiten, ich bin hier, um für andere Nutzen zu schaffen. Natürlich auch entgeltlich und dass man was dafür bekommt. Aber ich bin hier, um mit meinen Talenten, Fähigkeiten und mit meinen Möglichkeiten, mit dem, was mir mitgegeben wurde, für andere, für Unternehmer, für andere Menschen in meinem Umfeld wirklich Nutzen zu schaffen. Der Sefula schreibt noch, Plan für meine Videoserie ausarbeiten wird eher am Sonntag. Okay, dann kannst du uns Montag, Sefula, direkt schon sagen, ob der Plan fertig geworden ist. Gutes Commitment. Und dann meine Empfehlung, so mache ich das meistens, wenn ich dann so einen Plan habe für eine Videoserie, dann nehme ich mir einen kompletten Tag, wo ich sage, das ist mein Videodrehtag und an dem Tag drehe ich alle Videos letztendlich hintereinander weg, weil es braucht, zumindest bei mir immer so, dass ich so eine halbe Stunde, manchmal auch eine Stunde brauche, um in den Videomodus zu kommen und so, wie ich jetzt gerade quatsche, einfach drauf losquatsche. Wenn ich vor der Kamera bin, dann habe ich irgendwo einen Versprecher und sage, ah nee, ich starte nochmal von vorne, ah nee, jetzt mache ich doch nochmal neu. Und das dauert bei mir so eine halbe Stunde, bis ich dann in einem Modus drin bin, dass ich vor der Kamera genauso spreche wie jetzt mit euch und diese Videos meistens in einem Take dann auch drehe. Also von daher würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und ich freue mich schon auf nächste Woche. Macht's gut, bis dahin eine gute Zeit. Vielen Dank fürs Commitment, eure Herausforderungen zu teilen und wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin alles Gute, euer Thorsten. Ciao.